Ah, lass die Kisten ganz. Die brauchen wir eventuell noch. Nein. Ah, ein Rätsel für den Magier. Dort unten müsst ihr erstmal mal die Ranke kaputt machen. Ah, stimmt. So. Objekte drehen mit A und D. Ja, mach richtig. Ich. Gut. Blop. Ah! Wow. Interesting. Jetzt gucken wir das Soja unter den Rock. Als Matt zuvor ja. beschlossen hat, sich eine ganze Weile einfach irgendwo ranhängen, anzuhängen, dachte ich auch, schön ausbauen. Nein, ich bin so wehrlos. Warum bist du wehrlos? Was macht ihr eigentlich hier? Oh nein! Ah, du Idiot! Wer ist denn da drauf gesprungen? Ja, aber warum machst du es überhaupt erst kaputt? Weil wir dahinter gefallen sind und nicht mehr raus konnten. Super Soja! Ja, warum? Auch nicht, ne? Sojasauce. Was für ein lustig anmutender Ort. Was für jetzt lustig anmutender Ort. Der Erzähler für kranke Vorstellungen. Oh Gott, ich geh wieder raus. Oh, die Schlange. Ich verteidige euch. Ich kann die Kiste nicht drauf werfen. Los, ja. Seht euch in der Umgebung um. Die Schlange selbst ist kein Schwachpunkt. Oh fuck, hinter uns aber der Goblin. Du lebst wieder. Danke. Hallo Schlange. Nein! Nochmal zum Checkpoint! Die hat meine Kiste zerbissen. Ja, natürlich hat sie deine Kiste zerbissen. Ja, sauber! Blöder Goblin. Was willst du mit der Kiste da oben? Irgendwie kann ich hier, irgendeinen Balken kann ich da weg, hab ich da unter Kontrolle, aber ich hab keine Ahnung, wie ich den benutze. Ja, ich kenne, okay. Ich weiß natürlich, wie es geht, aber ich werde euch nichts sagen. Gut, man darf nicht da hinten hin, alles klar. Nee, Mampf vorbei uns. Können wir natürlich nicht einfach so. Ah. Ich lenk dich ab. Da oben sind Balken. Mach die mal kaputt Steine irgendwie. Drauf. Aber, so guck, musst Oh, ich hab was kaputt gemacht. Okay. Saubere Sache. Aber kann ich hier irgendwas machen? Oh, ich bin tot. Ladida, hallo. Es lebt nur, leben alle noch, gut. Alle wieder. Ja, natürlich, ich kluger Mann springe, das will ich genau da. Ja, nein. Ja. Kann es sein, dass du dort oben das irgendwie kaputt hacken musst oder warte. So? Wow. Ja, ich glaube auch, das ist so cool, was machen. Ja, genau. Ja. Jeder von uns gibt da seinen Teil. Außer ich. Hab nichts gemacht. Naja, du kannst theoretisch dafür sorgen. Was kommt als nächstes? Ist die Musik bei euch auch so laut? Ich hab sie leiser gestellt. Geht eigentlich. Böse. Diese seltsamen Leute. Ich behalte sie besser im Auge. Er hat eine erotische Stimme. Findest du, hast du Englisch oder Deutsch eingestellt? Der Trian hat Deutsch. Unsere Helden zu einem seltsamen Wald gebracht, wo sie Kobolden und gewaltigen Kreaturen begegnet sind. Nachdem sie sich den Gefahren der verlassenen Ruinen gestellt hatten, kamen sie zu einem großen dampfenden Sumpf. Dampfender Sumpf. Doch ahnten sie noch nicht, dass nun jemand ihre Reise mit großem Interesse verfolgte. Was machst du da? Ja. Irgendeiner knackt da im Hintergrund. Ah, das könnte mein Stuhl sein. So, der Magier fehlt noch. Ach du meine Güte. Ach du meine Güte. Der Erzähler. Nein, das war nicht der Erzähler, das war der Magier, der ach du meine Güte gesagt hat. Ach so. Philipp? Ja? Wo bleibst du? Das hat so lang geladen bei mir leider. Ah ja, dein Rechner. Was haben wir denn da oben? Bienen! Alter, nein, nicht zu uns! Nicht zu uns! Schieb die Meier hoch. Du kannst ja auch einfach kaputt machen oder so. Nein. Und doch. Ups. Okay, also ich mag das ganze Plottechnische nicht ganz so, aber die Welt ist wirklich cool. Hier, guck dir den an.
Ist es jetzt gefährlicher durchzugehen oder? Nee. Aber das ist gefährlich, da durchzulaufen. Und, oh shit, voll gegen das Bienennest gesprungen. Aua! Oh Gott! Ich bin tot. No problem. Danke. So, jetzt muss ich hier irgendwie hochkommen oder was? Ja. Ja, du kannst hier einfach hochspringen. Das ist ziemlich einfach. Da hinten. Siehst du den fliegenden Krieger? Ja, den wir gerade abgehängt haben. Ja, weil ihr seid halt vorausgegangen jetzt hier. So. What the fuck? Ja, dieser Wald ist voller Fallen. Ja! Dieses scheiß Rad, Alter! Ich bin ein Witterkopf! Ja, ich hab's geschafft! Ja! Ja, ich hab's nochmal geschafft! Und wir ziehen Matze mit. Oh, das war. Na los, komm, lass uns weitergehen, hier ist gleich ein Checkpoint. Und Erfahrungspunkte! Danke. Das ist jetzt wieder die. Ab jetzt müssen wir wieder nach Erfahrungspunkten ausschalten, weil hier habe ich das anscheinend nicht gemacht. Ein Böser. Ganz ein Böser. Böse Kobold. Ich finde das cool, wie die wehrlos sind, wenn ich die so in der Luft habe. Au. Ich find's toll, wie ich sie mit meinem verdammten Hammer bewerfen kann. Ach, der ist schon tot. Da kommt eine Plattform. Kannst du noch weiter runter? Oh, da ist ein. Ja, hier. Bringt euch. Hier, macht ihn kaputt. Oh, das war ziemlich der Schuss. Was ist mit den Plattformen? Ich hab keine Ahnung. Muss man da nicht noch irgendwo hin? Na, du kannst ja mal gucken, du kommst ja leicht hoch. Oh fuck! Oh. Du! Ja. Kam der Hammer gerade zu dir zurück? Spaß? Ja, natürlich kommt der Hammer zu uns zurück. Also zu mir. Wo auch immer er jetzt mal gelandet ist. Ich glaub, da ist nix. Okay, dann lass uns weitergehen. Auch wenn ich nicht genau weiß. Aber... Dieser Hammer ist so cool. Ah, der Hebel. Wahrscheinlich nur Goblin-Stellung. Ah, hier oben ist noch ein Herz. Brauchen wir das irgendwo? Ja, das heilt uns, sollte es nötig sein, aber... Es ist nicht nötig. Genau. Ihr müsstet jetzt mal versuchen, hier schnell durchzukommen. Warte mal, ah! Hört auf, da oben ist Erfahrung. Brauchen Sie eine Kiste, Madame? Nee, brauche ich nicht. Eigentlich. So, wie komme ich da jetzt ran? Oh Mist, da komme ich gar nicht ran. So, jetzt müssen wir nur noch zusehen, dass Philipp hier durchkommt. Also stelle ich mir jetzt hier eine Kiste schön hin, da kann ich schön drauf springen. Das Ding wieder hoch. Hopp. Nein! Wartet, ich habe eine andere Idee. Matze, komm mal zurück. Gleich, warte mal. Oh Mist, da war eine Kiste drauf. Du kannst da gleich noch hingehen, komm wieder her. Ja. Geh rüber. Halt du die Tür auf. Ach so, ja. Alles und du klar. Kannst dich ja dann ganz schnell rüberschwingen einfach. Hallo. Verdammt. Du könntest dich ganz schnell rüberschwingen. Nee, du kannst dich doch einfach an dem Rad festklinken und... Ich? Ja. Warte. Du kannst einfach aufhalten und dich dann durch das geöffnete Tor schwingen. Ach so, meinst du das, alles klar? Moment, ja. Ich kann das Rad ja sogar drehen. Ja, kannst du? Komm rüber, ich halte es gerade mit Magie auf. Ach so. Ausgezeichnet. Cool. Boah, also musst du alles kaputt machen. Ja, muss ich. In diesen Kisten können Erfahrungspunkte drin sein. Ach so.
Da hinten ist übrigens wieder eine. Ulu Mulu. Ja, immer auf die. Na dann mal sehen, ob du rausfindest, wie man das Rätsel macht. Ja, wir haben doch zwei Teile, oder? Ein gebogenes und ein gerades. Naja. Ah, warte. Nee, warte, da war doch noch. Ja, genau. Feuer. Das. Oh, was ist das denn für ein Special Op dort unten? Ja, das ist auch nochmal Erfahrung. Geh ran. So. Ah, wir haben sogar einen Levelaufstieg. Philipp, das Teil brauchen wir. Ja, ich muss ja. Ich wollte ja nur so schützen. Ich stell mich mal hier hin und gucke mal, was wir noch an Erfahrungspunkten verteilen können. Ja. Oh, warte, ist wieder mal weg. Aber ich glaube, rüber. Wir haben nichts Sinnvolles mehr mit den Kosten von 1. Das heißt, wir brauchen noch ein Level. Das Einzige, was wir noch haben, ist die Bewegungsunsichtbarkeit. Für die Diebin. Die Diebin ist für Feinde nicht sichtbar. Die Wirkung hält 10 Sekunden an, wie sie stillsteht. Wenn sie stillsteht. Verpufft aber in Bewegung mit doppelter Geschwindigkeit. Das Berühren von Monstern oder das Angreifen beseitigt die Tarnwirkung sofort. Brauchen wir das? Nö. Was zur Hölle? Ohne das Zwischending? Ach nee, mit dem. Nein. Jetzt das gerade Stück dazwischen. Lasst ihr mich mal hier, danke. Oder? Na, das passt schon so. Jetzt können wir nämlich. Moment, Vorsicht. Ja, indem du noch ein paar Kisten beschwörst, da einfach rüber. Wunderschön. Ja. Jetzt kommt der Magier selber nicht mehr. Also, es ist ein sehr schöner Koop-Plattformer, oder? Oh ja. Ein Böser. Ich hab ihn aufgeschlitzt. Oh, jetzt hängt er in der Grafik. Mann, Hacks mit dem Hammer raus. Wie ich nie was mit den Eispfeilen hinkriege, weil Soko einfach viel zu schnell ist. Der ist auch tot. Warte, wenn du schnell bist, kannst du auf den Stein springen und rüber. Ah, warte mal. Du kannst doch einfach unten durch. Hier oben durch. Also eventuell ist hier oben noch irgendwas an Erfahrungszeug. Deswegen probiere ich gerade hier rum. Anscheinend. Boah, fuck. Nee, sieht nicht so aus. Ja, aber über die Brücke kann ich dann. Und wunderschöne Lichteffekte, oder? Ja. Oh, hier. Könntet ihr nur noch einen Goblin holen? Ich möchte einen rösten. Ist hier hinten was? Nee, ist irgendwas? Nee. Oder? Ach, warum gibt's denn komplett sinnlose Räume? Doch, da ist was. Du brauchst noch so einen Stein. Ich kann auch einfach den hier machen. Scheiße, warte. Also ich kann so hier rum. Der Magier nicht, ich auch nicht.